Hast du schon mal einen Menschen getroffen und dich gründlich in ihm getäuscht? Dann liegt es daran, dass du vielleicht auf das Falsche geschaut hast, um diese Person richtig einzuschätzen. Und ich werde dir heute zeigen, wie du wirklich herausfindest, mit wem du es zu tun hast. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge, sondern ich habe auch andere Ausbildungen und Berufe hinter mir, zum Beispiel zum Coach, zum Rhetoriker, aber auch zum Kriminalpolizisten. Und das, was wir gelernt haben, ist, vom ersten Eindruck uns nicht täuschen zu lassen. Schauen wir uns nun hier Müller an. Den lernst du kennen und was du vielleicht am Anfang noch nicht weißt, wenn du in die Wirtschaft eintrittst, wenn du die ersten Kontaktversuche außerhalb deines bekannten Herkunftssystems hast, dass Menschen um sich herum Zwiebelschalen bauen. Sie bauen Realitäten, sie bauen Images auf, sie halten Bilder aufrecht, obwohl es innen drin in ihrer eigenen Existenz und Persönlichkeit ganz anders aussieht. Und die große Frage, die wir uns heute stellen, wie kannst du das herausfinden, wer hier wirklich drin in seinen konstruierten Welten ist? Es gibt Menschen, die bauen ein komplexes System nach draußen auf und es dauert einige Zeit an Aufwand, um hinter die Kulissen zu schauen. Der erste Schritt, damit die Menschen dir wirklich ein offenes Buch wären, ist es, das Kapitel aufzuschlagen des Gartens der Früchte. Denn jeder Mensch hat eine Vergangenheit. Und die einen kennen alle Kinofilme, alle Fernsehserien und alle Fußballergebnisse auswendig und die anderen haben sich investiert, haben gelernt, haben Ausbildung durchlaufen, ehrenamtliche oder hauptamtliche Positionen bekleidet und dort tatsächlich echte Ergebnisse erzielt. Auf der einen Seite gibt es also Menschen, die sich mit dem Steineschmeißen auf diversen Demonstrationen beteiligt haben. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die ihre Zeit investiert haben, um anderen zu dienen. Entweder als freiwilliger Soldat, um das Land zu verteidigen oder um Afrika Brunnen zu bohren und dort den Menschen zu helfen. Konkret also, fragt die Menschen, was sie in ihrer Vergangenheit mit ihrer Zeit gemacht haben, wem sie gedient haben, was andere Menschen davon hatten, dass es sie gab. Und das kannst du natürlich besonders gut auch in einem Lebenslauf nachvollziehen. Die zweite wichtige Ressource, der zweite Schatz, der in der Vergangenheit der meisten Menschen zu finden ist, ist die Menge der Zeugen. Also wie viele Zeugen gibt es überhaupt, die etwas Gutes über den sagen? Und was Konkretes haben die zu sagen? Der Überbegriff ist darüber die Reputation. Was sagen also andere Menschen über dich? Und das ist auch der Grund, weshalb manche Arbeitgeber beim vorherigen Arbeitgeber anrufen und fragen, Mensch, Herr Müller hat sich bei uns beworben, was haben Sie denn über ihn zu sagen? Gutes, aber auch Schlechtes. Der dritte Aspekt, den findest du heraus, wenn du Menschen danach fragst, was sie wirklich antreibt, was ihre intrinsischen Richtungsgeber sind, ihre Motive, ihre Werte. Dahinter steckt die Annahme, dass die Menschen in der Regel nur das tun, was sie auch wirklich wollen oder was sie glauben, tun zu müssen. Und das findest du raus, indem du sie nach ihren Werten und Motiven fragst. Das findest du durch solche Fragen heraus wie diese. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Oder was sind deine Prioritäten im Leben? Was ist dir wirklich wichtig und in welcher Reihenfolge zueinander? Und das, was du da hörst, das schreibt dir auf, das hinterfrage und das sagt etwas mehr über den Menschen aus, als das, was er nach außen hin scheint. Und das vierte Kapitel, mit dem du andere Menschen, in dem Fall auch Müller, lesen kannst, ist die Frage, wo ist Müller zugehörig? Denn jeder von uns hat das Bedürfnis, Teil eines Teams zu sein. Und schon Goethe hat gesagt, sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Also bist du Mitglied bei den Business Angels oder bist du Mitglied bei den Hells Angels? Jede Community, jede Gruppe, jeder Verein hat ein festes Normen- und Wertegerüst. Und dort versammeln sich genau die Menschen, die damit d'accord sind, die damit einverstanden sind. So kannst du also von der Mitgliedschaft, von der Zugehörigkeit erkennen, welcher Typ Müller tatsächlich ist. Der fünfte Indikator, wie du herausfinden kannst, wer dir wirklich gegenübersteht, sind die Ziele, sind die Visionen, sind die Träume. Denn wenn zwei Menschen jeweils ein Ziel haben, Mensch A will nach Osten, Mensch B will nach Westen, dann werden beide einen Schritt tun und sich auch auseinanderleben. Wenn du also wissen willst, in welche Richtung sich Müller dein Gegenüber in der Zukunft bewegt, dann macht es Sinn, nach den Zielen zu fragen. Dann wirst du nämlich wissen, wo die intrinsische Motivation hinführt, was tatsächlich die Absicht dahinter ist, mit dir kurz- oder langfristig etwas zusammenzumachen, zusammenzuarbeiten. Und besonders gefährlich sind natürlich die Menschen, die keine Ziele haben. Denn wenn der Müller heute Ja sagt, ich will in diese Richtung, dann geht er abends schlafen, steht morgens auf und sagt, oh, heute will ich aber in diese Richtung. Dann geht er wieder schlafen und sagt übermorgen, ah, heute will ich in diese Richtung. Menschen ohne Ziel und Vision sind stets unberechenbar.
Zum Schluss gibt es noch einen wichtigen Punkt, auf den ich auch hinweisen möchte, weil er häufig falsch verstanden ist. Es gibt nämlich Sprichworte, die sagen, wenn du wissen willst, was in einem Menschen wirklich drin ist, ja, dann musst du ihn unter Druck setzen. So wie eine Orange, da musst du mal mit dem Auto rüberfahren und dann kommt Orangensaft raus. Diese These ist tatsächlich heute überholt, denn Wissenschaftler und Unternehmen, die Persönlichkeitsanalyse, wie zum Beispiel www.birkmann.info machen, die bringen auf Test sichtbar dein Stressverhalten. Das bedeutet aber nicht, dass dein Stressverhalten dein wahres Ich hervorbringt, sondern ganz im Gegenteil. Das Stressverhalten macht sichtbar, welches Bedürfnis nicht erfüllt ist, damit du deine Stärken einsetzen kannst. Zusammengefasst wirst du also viele Menschen treffen, die sich ein Image, ein Bild aufrechterhalten. So wie der Finanzdienstleister, der sich vom Kundentermin schnell noch eine S-Klasse ausleiht, schnell noch eine Rolex ausleiht, schnell noch einen Anzug sich von seinem besten Freund ausleiht. Aber alles ist konstruiert und sagt nichts über die Identität aus. Das Gute ist aber, dass die Menschen irgendwann den Fehler machen, ihren Mund zu öffnen und dann reden sie. Und sie reden über ihre Vergangenheit, über die Früchte oder vielleicht Niederlagen. Sie reden über Menschen oder andere Menschen reden über sie und sie reden über ihre Werte, über ihre Ziele. Und das alles stelle auf den Prüfstand und glaube nicht an die Konstruktion, die jemand vor dir aufbaut. Denn das ist, wie in vielen Hollywood-Inszenierungen, lediglich eine Bretterwand und kein Haus. Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie du mit Menschen kommunizierst, wie tatsächlich gute Reputation am Markt aussieht, damit du deine Alleinstellungsposition erreichst und möglichst viele Menschen auch gewinnst, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Und wir haben über 40 Berater bei uns im Team und davon sind auch einige gute Coaches und einige gute Marketing-Experten an Bord, die dir helfen können, dein gutes Image aufzubauen und natürlich auch Spreu von Weizen zu unterscheiden. Mach also jetzt Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch. Like jetzt dieses Video mit Daumen hoch, abonniere den Kanal und empfehle uns gerne weiter. Und ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem weiten Weg in die Zukunft, auf dass du auf immer weniger Menschen reinfällst, wie es vielleicht bisher der Fall gewesen ist. Dein Daniel Schäfer.